Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch zwei Lieblingsprodukte von mir für Haare. Bei mir ist es so, auch wenn ich jetzt gerade glatte Haare habe, dank Glätteisen, ich habe krauses und trockenes Haar. Also ich habe Naturwellen und viele, die Naturwellen haben, kennen das. Es ist kraus, es ist trocken, es ist ekelhaft. Es glänzt einfach nicht, es ist nicht schön, es ist... Ja, also man wünscht sich einfach, andere Haare zu haben. Ich habe jetzt aber was Neues gefunden. Und zwar, diese beiden Produkte sind von Balea, von DM. Das ist die Hausmarke von DM. Das ist Feuchtigkeitsshampoo mit flüssigem Koko-Anti-Trockeneffekt. Und dazu die passende Milch. Das Shampoo wird ja ganz normal verwendet, wie normales Shampoo. Ich muss sagen, ich shampoo meine Haare zweimal ein. Dann, wenn die Haare ausgewaschen sind und man ganz normal aus der Dusche gekommen ist und ja, die Haare so ein bisschen trocken rubbelt, sind sie immer noch feucht. Und da kommt dann die Milch zum Einsatz. Man pumpt einfach einmal, verteilt das in den Händen und geht damit durch die Hände und man hat danach einfach seidige Haare, man braucht nicht mehr eine Spülung. Das hier reicht vollkommen mit dem Shampoo zusammen. Man hat danach einfach glatte, also glatte Haare nicht, aber feinere Haare, sie sind geschmeidiger, sie sind ja, leuchtender. Auch die Farbe ist leuchtender und einfach geschmeidiger. Ja, geschmeidig, glänzend, halt alles, was man so sonst eigentlich nicht hat. Deswegen ist das immer sehr empfehlenswert für Leute, die krauses Haar haben. Also ich würde da jetzt nicht unbedingt ein teures Produkt von L'Oreal oder Frizz oder sonst irgendwas empfehlen. Ich würde tatsächlich sagen, auch für die, die zum Beispiel schlechte Erfahrungen bei Lea gemacht haben, versucht es einfach mal. Und die, die, ja... Ich habe leider eine Bekannte, die hat tatsächlich das Problem, beziehungsweise eine Freundin, die kann Balea-Produkte nicht ab, die ist allergisch dagegen und die hat leider auch dasselbe Problem, die hat auch so krauses, nicht leuchtendes Haar, also trocken und da habe ich ihr einfach den Tipp gegeben. Sie soll zum Beispiel bei Rossmann mal bei der Hausmarke gucken. Vielleicht findet sie da was. Und euch gebe ich da auch den Tipp. Probiert erst die Hausmarken aus. Guckt euch ganz genau an, was ist drinne. Für was für ein Haar ist das. Und könnt ihr euch das wirklich helfen. Und als Tipp, guckt ins Internet. Gebt da ein für trockenes Haar. Und schaut ganz genau, was für Wirkstoffe drin sein sollten, damit ihr wirklich gute Produkte kriegt. Ich weiß aus Erfahrung, es ist nicht einfach, solche Produkte zu finden. Also ich suche ehrlich gesagt immer noch eine Haarkur für einmal in der Woche mit den Wirkstoffen, die ich tatsächlich brauche für mein Haar. Ich habe ehrlich gesagt noch keins gefunden. Also bei Balea, muss ich zugeben, habe ich noch gar keine Haarkur gefunden. Andere Produkte wie Garnier und sowas, ja, die bieten auch Kuren mit Ölen und sowas an. Ja, aber ob das wirklich die richtigen Öle für mich sind, das weiß ich nicht, weil da steht nichts bei, dass das die richtigen Öle sind. Und ich gucke lieber nach den Sachen, die mir vorgeschlagen werden, welche ich verwenden sollte. Ich werde demnächst auch noch ein bisschen rumexperimentieren mit Joghurt, Ölen, Avocado und all sowas. Mal sehen, vielleicht kriege ich da eine tolle Kur raus. Ich gebe euch dann auch das Rezept, wenn ich endlich das Richtige gefunden habe. Dann könnt ihr euch das selber herstellen. Und ist vermutlich sogar etwas preiswerter, als wenn ihr euch so eine richtige Kur kauft. Auch wenn eine Kur... wenn man sehr regelmäßig benutzt und das halbe Jahr halten kann. Man weiß aber ja nie.
ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich weiß, dass zum Beispiel meine Nichten, wenn die mal zum Besuch waren und auch übernachtet haben, gerne mal an die Produkte rangehen und sich das da alles mal so ganz genau angucken und einfach mal leer machen. Und dann ist das schon schade, wenn man da eine Kur stehen hat, die, ja, keine Ahnung, so 6 bis 10 Euro gekostet hat und dann ist plötzlich die Kur alle. Also ich muss dazu sagen, meine Nichten, die werden eigentlich nicht reingelassen, außer halt die Älteste. Und ja, da haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass sie gerne mal so guckt, was sind das da für Sachen so, was ist das für Parfüm, was ist das für Puder und ja. Meine Kur ist noch nicht beigegangen, kann sie jetzt auch nicht mehr, die ist alle mittlerweile, die ich vorher hatte. Ich hatte vorher die von Garnier, die 3 Öle. Man weiß aber nicht, ob sie vielleicht doch irgendwann mal beigegangen wäre. Ich meine, gut, sie ist neugierig. Sie ist auch, ehrlich gesagt, alt genug. Es wäre trotzdem eigentlich schön, wenn sie dann halt fragen würde. Aber ich meine, wer Kinder hat, der kennt das. Kinder sind neugierig, die gucken dann mal und ja, ist bisher auch nichts Schlimmes passiert. Wir erklären ihr dann, dass das unsere Produkte sind und dass sie, wenn dann fragen sollten, da nicht einfach beigehen soll. Hat sie eigentlich auch verstanden? Ja. Sehen wir mal bis zum nächsten Mal vielleicht. Hat sie es doch noch nicht so ganz verstanden, wer weiß. Ich weiß, wie ich als Kind war. Ich war auch nicht besser, gebe ich zu. Ich war als Kind auch nicht einfach und ja, bin auch gerne mal in die Schminke meiner Schwester beigegangen, die 6 Jahre älter ist als ich. Das heißt, als ich anfing, an der Schminke beizugehen, da fing sie auch schon, also hat sie schon geschminkt und bin dann auch gerne mal an die Produkte meiner Mutter gegangen und an die Schuhe und ja. Also manchmal hat es mit mir auch nicht einfach gehabt. ja, wir schweifen vom Thema ab. Also, ich empfehle euch allgemein, egal was für eine Haarstruktur ihr habt, guckt im Internet nach, informiert euch bei eurem Friseur. Kauft nicht unbedingt die Produkte, die der Friseur hat. Informiert euch einfach, was ist das richtige Produkt für euch, für eure Haare, was muss drin sein. Dann geht ihr einfach in die Drogerie nach, keine Ahnung, Müller, Rossmann, DM, ich glaube, das waren sogar alle Drogerien, also zumindest die, die ich kenne, und schaut euch einfach gerade erstmal bei den Hausprodukten, wie jetzt bei DM zum Beispiel Balea, an, was in diesen Produkten ist. Denn ihr könnt damit eine Menge Geld sparen und dafür vielleicht den nächsten Friseurbesuch bezahlen, die nächste Haarfärbung, irgendwie sowas. Was ich noch erwähnen sollte, ich habe die Erfahrung gemacht bei verschiedenen Friseuren, also ich bin sehr skeptisch bei Friseuren und sehr penibel. Es gibt nicht viele, wo ich hingehe, wo ich das Vertrauen habe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich Friseure gibt, die euch anlügen, um ihr eigenes Produkt zu verkaufen. Ich hatte letztes Jahr im Winter starke Probleme mit meiner Kopfhaut. Die war sehr trocken. Das war, bevor ich Balea entdeckt habe. Und ich denke, viele wissen auch, wenn die Kopfhaut trocken wird, wird sie schuppig. Und ich habe einen Juckreiz dadurch gekriegt und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ich habe dann erstmal so eine blöde Textur gekriegt, die auch nicht sehr viel gewirkt hat. Die sollte ich drauf machen, wenn es gejuckt hat. Hat auch nicht sehr viel gebracht. Deswegen habe ich sie auch sein lassen. Und ich sollte Head and Shoulders verwenden. Meine Dermatologin hat extra gesagt, entweder Head and Shoulders oder in der Apotheke nach einem Anti-Schuppen-Shampoo fragen. Und sie sagte mir auch explizit, ich soll dieses Head and Shoulders
5 Minuten einwirken lassen. Also erst einschamponieren, dann einwirken lassen, bevor ich es auswasche. Weil sonst bringt das nichts. Ich habe das auch gemacht und habe es dann im nächsten Gespräch mit meiner Friseurin erwähnt gehabt. Und ich war leicht verwirrt. Man sollte ja meinen, Friseure kennen sich aus, was das Haar angeht. Ja, sie sagte sofort, Head & Shoulders ist totaler Schwachsinn, das funktioniert nicht, das ist ganz schlecht für die Haare und. Und wollte mir aber auch gleichzeitig ein anderes Produkt andrehen. Ich hatte das auch noch bei einer anderen Friseurin gehabt, die hat mir auch gesagt, Head & Shoulders sei nicht gut für die Haare. Sie hat mir aber nicht versucht, was anderes anzudrehen. Das muss ich gleich dazu sagen. Sie hat mir nicht versucht, was anderes anzudrehen. Sie hat nur gesagt, Head & Shoulders soll nicht so gut sein. Ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen, wenn ich von meinem Arzt gesagt bekomme, wegen meiner trockenen Kopfhaut, soll ich das Produkt verwenden, entweder das oder eins aus der Apotheke, wem glaube ich da mehr? Ich bin ehrlich, ich glaube da doch mehr meinen Arzt, weil er hat studiert. Er weiß, wie die Verhältnisse sind, was für Wirkstoffe da drin sind, die auch wirklich helfen können. Und ich gebe auch zu, bis ich dann mein Balea gefunden habe, mein Feuchtigkeitsshampoo, hat das wirklich ein bisschen was gebracht gehabt. Also der Juckreiz wurde etwas weniger, ging nicht komplett weg, wurde etwas weniger. Ich muss aber auch sagen, durch das Feuchtigkeitsshampoo ist das Juckreiz auch nicht sehr viel weniger geworden. Aber meine Haare und auch meine Kopfstruktur, die waren plötzlich ganz anders. Also ja, da war viel mehr Feuchtigkeit da. Sie waren nicht mehr so trocken, sagen wir es so. Ich habe keinen Schuppen mehr gehabt. Von daher immer vorsichtig sein. Ne? Also ja, Friseure wissen, was das mit den Haaren auf sich hat. Aber es gibt auch Friseure, die wollen euch einfach nur irgendeinen Scheiß andrehen, weil sie daran vielleicht profitieren. Vielleicht kriegen sie davon, keine Ahnung, 10% ab oder so. Von den Einnahmen, wenn sie ein Shampoo oder eine Kur oder sonst irgendwas verkaufen. Ich weiß es nicht. Ich will aber auch nicht sagen, dass alle Friseure so sind. Also es gibt bestimmt viele Friseure, die gleichermaßen aber auch ehrlich sind und sagen, hier, wir haben zwar diese Produkte, aber du kannst diese Produkte, beziehungsweise du kannst Produkte mit diesen Wirkstoffen, was dein Haar braucht, genauso gut in einer Drogerie finden. Du musst deswegen hier nicht überteuert was zahlen. Ich will auch nicht sagen, dass die Produkte beim Friseur schlecht sind. Ich habe selber auch mal Produkte vom Friseur geholt. War super. Alles gut gewesen. Es ist aber einfach zu teuer. Und deswegen habe ich gesagt, nein, die Produkte kriege ich bestimmt in der Drogerie mit denselben Wirkstoffen sehr viel besser, also günstiger, für ja, weniger Geld. Und dem war dann halt auch so und deswegen habe ich auch nicht weiter beim Friseur geholt. Also gerade die, die einen kleinen Portemonnaie haben, ich rate euch, schaut erstmal in der Drogerie, im Supermarkt. Und entscheidet dann weiter, ob ihr dann doch vielleicht das Produkt vom Friseur holt oder doch lieber verschiedene Produkte testet, die für eure Haare und die Haarstruktur gut sein könnte und auch für eure Kopfhaut. Weil es bringt nichts, wenn ihr ein Shampoo verwendet, was eure Kopfhaut, also eure Haare zwar toll aussehen lässt, aber eventuell die Kopfhaut gleichzeitig mit austrocknet oder die Kopfhaut darauf gereizt reagiert. Ja, das war jetzt erstmal mein Tipp für heute für euch. Das Feuchtigkeitsshampoo mit der Feuchtigkeitsmilch. Versucht es. Für jeden gibt es das passende Shampoo, vielleicht sogar die passende Haarmilch. Denn dann könnt ihr euch auch die Spülung sparen.
weil ich persönlich der Meinung bin, Spülung bringt eh und eh nichts. Das habe ich mir auch schon öfter sagen lassen und selber auch gemerkt. Gut, bis zum nächsten Mal und noch viel Spaß!